Ja, dann würde ich sagen, hast du alles versucht raus? Hast du genügend gesammelt? Ich hoffe. Aber reines Gift hätte ich auch gerne. Wenn du das Monster getötet hast. Ja, hätte ich auch gern. Um ein Gegengift herzustellen? Wozu, wenn das Biest tot ist? Ich habe noch ein paar Vergiftungen zu behandeln. Außerdem kann ich das Gift untersuchen und testen. Vielleicht hat es spannende Eigenschaften. Ja, dann wollen wir. Was meint ihr? Wir wollen. Ich mach mich dran. Nützt ja nichts. Ich bezweifle, dass ich im Kampf viel nütze. Aber hinterher brauchst du mich vielleicht. Ich versteck mich. Am besten wartest du oben auf mich. Oder zu Hause. Aber... Kein Aber. Warte im Durchgang. Oh, verschrecke, jetzt hier schon die Feuerwehr. Aber sieh mir das nicht. Wenn das Monster erscheint, rennst du nach oben. Na gut. Shani, sieh mich an. Versprich, dass du dich raushältst. Versprochen. Gut. Jetzt versteck dich. Sei vorsichtig, Geralt. Ja, gehen wir es an, oder? Bäh, schöne Schuhe. Gulp. Hey, da war bestimmt Pfand drauf. Ja, also ein bisschen Pause hier. Scheiße.
Was? Aber. Gadarash, I'll Wut. Ja, ich habe auch eine Wut. Was geht hier vor? Oh, er kommt endlich zu sich. Und er kann sogar sprechen. Ich dachte schon, ich hätte niemanden zum Reden hier. Außer vielleicht mein Spiegelbild im Pisseimer. Wo bin ich? Auf der Albatros. Oder der Fakbar-Teul in deren komischer Sprache. Unterwegs nach Ophir. Ich erinnere mich nicht, irgendwo angeheuert zu haben. Hast du auch nicht. Sie haben dich an Bord geschleift. Du hast ihren Prinzen getötet, wie es scheint. Das muss ein Missverständnis sein. Ja, scheiße. Oh, die Kröte in der Kanalisation, verdammt. Ich hab wohl Glück gehabt. Die hätten mich auf der Stelle töten können. Kommt auf die Sichtweise an. Ich kann ein bisschen Ophiri. Sie sind auf einer Mission. Ihr König hat sie geschickt, damit sie den Prinzen finden und erlösen. Haben sie ja super hingekriegt. Sie haben bei ihrer Ehre und der ihrer Ahnen geschworen, dass sie ihn heil und gesund nach Hause bringen. Und ich habe ihn getötet. Toll. Offenbar glauben sie, ihre Ehre zu retten, wenn sie den Prinzenmörder der Justiz des Königs überstellen. Hör mal, da war doch eine junge Frau, eine Ärztin, rote Haare. Haben Sie die auch erwischt? An so jemanden erinnere ich mich nicht. Du warst allein. Gut, dann konnte sie fliehen. Hoffentlich ist sie zu Hause. Und wer bist du? Felipe Calagrande, zu deinen Diensten. Gemeiner Dieb, professioneller Hehler und Stadtführer von Ochsenfurt, wenn ich Zeit habe. Ja, ist schon so. Was machst du hier? Auch einen Prinzen getötet. Nun, sie meinen, ich hätte damit zu tun. Weißt du, ich war ihr Führer und hab sie in die Kanalisation gebracht. Aber da warst du schon fertig mit dem Prinzen. Es tut mir leid. Nicht deine Schuld, Kumpel. Ich hätte ja auch sitzen bleiben und Gewinn spielen können, anstatt damit zu prahlen, dass ich Ochsenfurt kenne wie meine Westentasche. Sind wir schon lange unterwegs? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Andererseits, was spielt das für eine Rolle? Eine große. Wenn Sie mich aufhängen wollen, habe ich es nicht eilig. Also, ich bin froh, dass wir nach Ophir fahren. Da gibt es angeblich weiße Wildpferde mit schwarzen Streifen. Wollte ich schon immer sehen. Sind sie nicht schwarz mit weißen Streifen? Nein, schwarze Pferde mit weißen Streifen gibt es in Sangwebar. Das weiß ganz jeder. Hast du zu fliehen versucht? Ich habe meinen ganzen Charme spielen lassen, nichts zu machen. Vielleicht ist mein Ophiri zu schlecht. Ich kann gar keins. Wir sind mindestens einen Monat auf See. Ich bring dir die Grundlagen bei. Elkal Orial! Nee, Geralt. Was heißt das? Wir sollen den Mund halten. Da liegt ein Missverständnis vor. Kann ich den Kapitän sprechen? Elkal Sokan! Galavetkar! Ualbatar Geh! Still, du Hund. Du wirst büßen, dass du unseren Prinzen getötet hast. Iliam Valar. Wärst du schon tot. Rihav Kernerarem Karer Je Alami. Wir haben bei unserer Ehre geschworen. Wie sagt man, bringt mich zum Kapitän? Weilt Alke Ul-e Gulat. Was? Elkal! Weilt? Ich hab's vergessen. Ich glaube, Gulat. Weilt Alke ul Egulat. Elkal. Inkal aver ikel ulgehegerving olviter. War das richtig? Was ist passiert? Was hat er gesagt? Du sollst Ruhe geben. In zwei Wochen hängst du. Ich denke, wir sind einen Monat auf See. Toll. Lass gut sein. Es ist zwecklos, mit denen zu reden. Du erntest nur saures Geblubber. Sie puppen sich auf, hast du gemerkt? Wie diese Fische,
Wie heißen die noch? Spricht hier irgendwer die Gemeinsprache? Sie haben diesen Söldner dabei. Ich glaube aus Edirne. Der hat mich angeworben, sie durch die Kanalisation zu führen. Oh, und der Magier, der sie führt, spricht auch ein bisschen. Aber mit dir werden wohl beide nicht sprechen. An deiner Stelle würde ich mich aufs Ohr legen, anstatt anderen eins abzukauen. Wir fahren noch lange. Ich brauche keinen Schlaf, sondern jemanden, mit dem ich kommunizieren kann. Hallo Geralt, kennst du mich noch? Ach. Ja. Aber ja, wir haben uns in Weißgarten getroffen. Du bist... Gaunter Udim, auch Spiegelmeister genannt. Ich half dir, deine Yennefer zu finden. Könnt ihr euch erinnern? So treffen wir uns wieder. Und wieder brauchst du meine Hilfe. Auf dich wartet der Strick, wie ich höre. Falls dieser Fraß hier dich nicht vorher umbringt. Ich hab noch nicht probiert. Wirkt nicht sehr vielversprechend. Wie deine Lage. Ich könnte versuchen, dich daraus zu befreien, weißt du. Du willst doch von Bord gehen, oder nicht? Nun ja. Oh ja, aber was in aller Welt könntest du... Oh, ich kann mehr, als du denkst. Ich helfe dir, Geralt. Aber zuerst muss ich sicher sein, dass du den Gefallen erwidern wirst. Stimmt. Von nichts kommt nichts. In der Tat. Schließlich bin ich Kaufmann. Also, willst du meine Hilfe? Unbedingt. Ja. Abgemacht. Wenn alles vorüber ist, treffen wir uns an der Kreuzung unter den Weiden in der Nähe von Yantra. Um Mitternacht. Ach, und ich gebe dir was mit, das dich an mich erinnert. Was ist das? Ein Mal unseres Bündnisses. Mit wem quatschst du da? Mit niemandem. Ich konnte Schiffe noch nie leiden. Ich mag Schiffe. Schaukeln wie die Teufel. Mein Magen auch. Einfach alles verschlafen. Das wird... Ich habe den Sturm nicht bestellt. Fürchte, mein Tarif erhöht sich ein gutes Stück. Bring uns heil nach Ophir. Der König wird es dir reichlich lohnen. Und der Gefangene? Wir bringen ihn zum König. Das habe ich bei meiner Ehre geschworen. Können wir eurem König nicht einfach den Kopf bringen? Nicht bei dem anderen? Der ist ertrunken. Wir konnten nichts tun. Der hier wird lebendig abgeliefert. Außerdem, ich will die Hölle sehen, die der König diesem hier bereiten wird. Oh. Welche Hölle? Die Strafe für Regizid umfasst Teeren, Häuten und Vierteilen. Ja. Komm schon.
Wo ist dieser blöde Magier? Alter, was? Bossa. Alter! Na, jetzt ein bisschen gepennt, aber jetzt mitten in den Strudel reingelaufen, mit Dussel. Ganz super. Hoffentlich ist der Spielstand nicht zu weit zurück. Blöden Wirbelwind. Ach ja. Das heißt,
Nimm doch mal. Was macht der denn? Nein, ach Mann! Was ist denn das für ein Scheiß? Ah je, mini da. Man, dass man doch jedes Mal das wieder machen muss, warum kann er das denn nicht danach irgendwie in den Speicherpunkt setzen, wenn man die normalen Soldaten erledigt hat, ne? Aber. Schaden hier. Igni. Ich wollte den Magier zuerst versuchen. Hau doch hin! Oh, ich hab kein Trinken mehr. Nee. Jetzt nicht reinlaufen, ich muss den nur rumpusten. Meine Güte. Entschuldigung, dass es ein bisschen länger gedauert hat. So, Brief eines ophirischen Händlers. Ferner, Perna, oder wie auch immer man dich nennt. Ich habe keine Ahnung, warum der höchstgnädige Kronmagier Ahmad gerade dich als unsere Kontaktperson auserkoren hat. Das Argument, dass du als Nordling dieses Land am besten kennst, finde ich nicht gerade überzeugend, da ihr den genauso viel mit Redanien zu tun hat, wie Serikanien mit Opia. Nämlich gar nichts.
Da aber die Wünsche seiner Gnädigkeit nicht in Frage zu stellen sind, ersuche ich dich, ihm diese Nachricht zu überbringen. Wir haben unser Lager in der Nähe des Dorfes Brunwig aufgeschlagen. Gemäß der vom Hofe und seiner Gnädigkeit erhaltenen Befehle geben wir nun Wissen und Waren an die örtliche Bevölkerung weiter. Traurig darüber, dass ich ihre geistigen Fähigkeiten richtig eingeschätzt hatte, möchte ich erneut darum bitten, bis zu einer größeren städtischen Ansiedlung reisen zu dürfen, wo man unser Wissen und unsere Erfahrungen eher zu schätzen weiß. Mit freundlichen Grüßen, Durlakamanin. So, gucken wir nochmal eben, was die Jungs noch eben alle haben hier. Hin. Mal gleich die Nacht durchmachen hier. So. Und aufgrund meines Fußes ein bisschen Halsschmerzen machen wir jetzt für diese Folge auch mal Schluss. Dann mache ich die Aufnahmesession für heute erstmal zu Ende quasi. Also es ist eine etwas kürzere Aufnahmesession als sonst. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ja, sage ich tschüss wie immer, euer Michael.